Das Thema der Zentralsonne. Nur wenigen geläufig, aber ein sehr spannendes und vielfältiges Thema zugleich. Und zwar, am Ende eines jeden Entwicklungszeitalters werden die dunkelsten Dunkelwesen der Zentralsonne zugeführt, wodurch diese dann Energie generieren kann, die dann die Grundlage darstellen, um anderen Sonnen Energie zukommen zu lassen. Also noch einmal. Am Ende eines jeden Entwicklungszeitalters werden die dunkelsten Dunkelwesen der Zentralsonne zugeführt. Sie stellen quasi die Nahrung der Zentralsonne dar. Und dadurch kann diese Energie generieren, die an andere Sonnen weitergegeben wird. Also kaum für möglich zu halten. Also das Feuer der Sonne, der Zentralsonne, brennt diese dunklen Energie im wahrsten Sinne des Wortes weg. In diesem Kontext bekommt das Wort Fegefeuer einen ganz anderen Zusammenhang, weil, wie gesagt, die Zentralsonne oder das Feuer der Zentralsonne diese dunklen Energien hinwegfegt und dadurch Energie generiert, die sie dann an die anderen Sonnen weitergibt. Und alleine in diesem Zusammenhang kann man feststellen, dass die Verteufelung des Dunklen nicht der richtige Weg ist. Warum? Weil ja, diese dunklen Wesen in zweierlei Hinsicht wichtig sind. Einerseits, um den Menschen in der Erfahrungsebene des Menschseins Erfahrungen zu ermöglichen, die in weiterer Folge dann zu Erkenntnissen werden und die Grundlage darstellen, um sich mit der Liebe im Herzen zu verbinden. Und andererseits benötigt die Zentralsonne diese dunklen Wesen, insbesondere die dunkelsten der Dunkelwesen, um dadurch Energie zu generieren, die sie dann an die anderen Sonnen weitergibt. Das muss man sich einmal vorstellen. Das ist eigentlich kaum in Worte zu fassen. Und Gott würfelt nicht. Also wären diese dunkelsten Dunkelwesen, oder würden sie nicht benötigt werden in der Erfahrungsebene des Menschseins, sondern wären sie in dem Plan oder im Schöpfungsplan Gottes nicht enthalten. Sind sie aber. Eben, weil sie in zweierlei Hinsicht wichtig sind. Einerseits, um Erfahrungen zu ermöglichen und andererseits, um der Zentralsonne Energie zukommen zu lassen. Also es schließt sich der Kreislauf des Lebens. Und darüber sollte man dankbar sein. Nicht, dass es so ist, wie es ist, aber dass dadurch Erfahrungen ermöglicht werden. Dass dadurch versucht wird, den Menschen die Augen zu öffnen und dass den Menschen dadurch ermöglicht wird, Erkenntnisse zu gewinnen. Mal ganz davon abgesehen, wie wichtig es ist, dass andere Sonnen Energie erhalten, weil würden die anderen Sonnen keine Energie von der Zentralsonne erhalten, so dann gäbe es diese dritte Dimension nicht und in weiterer Folge auch nicht die Erfahrungsebene des Menschseins. Das sollte man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, bevor man da die dunkelsten Dunkelwesen verteufelt. Und ja, sie sind dunkel. Und nein, ich heiße diese Dunkelwesen nicht gut, in keinster Weise. Wer mich und meine Geschichte kennt, der dürfte eine Erfahrung gebracht haben, dass mir sehr wohl bewusst ist, wozu diese dunkelsten Dunkelwesen imstande sind. Aber wie gesagt, ohne sie bekommt die Zentralsonne keine Energie. Und ohne diese Dunkelwesen ist es nicht möglich, Erfahrungen zu sammeln in der Erfahrungsebene des Menschseins. Warum? Ja, weil sich die beseelten Geistwesen in vielen Fällen auch verrannt haben in diesen materiellen Annehmlichkeiten, die uns hier auf dieser Erde oder in dieser Welt besser gesagt geboten werden. Der Kreislauf des Lebens, in dem alles eine tragende Rolle spielt, ob lichtvoll, weniger lichtvoll, dunkel oder ganz dunkel. Alles hat seinen Platz, alles nimmt seine Rolle ein, alles entspricht dem göttlichen Schöpfungsplan. Es ist, wie es ist. Und so, wie es ist es richtig. Auch die sehr intensive Phase, in der wir uns befinden und die sich in den nächsten Wochen und Monaten noch um ein Vielfaches zuspitzen wird. Warum? Ja, weil eine Heilung stattfindet, die gründlicher nicht sein könnte. Oder eben auch ein Chaos, der gründlicher nicht sein könnte. Und dieser Chaos, der gründlicher nicht sein könnte, wird mit Sicherheit nicht 2025, 2026 sein Ende finden. In diesem Zusammenhang, ja, werden wir wieder von dem Dunklen
die Dinge perfekt orchestriert, um quasi die Menschen dahingehend fehlzuleiten, dass quasi 25, 26 eine tolle neue Zeit anbricht. Ja, es bricht eine neue Zeit an, aber eben noch mit dem digitalen, bedingungslosen Grundeinkommen und mit der KI als Vorherrschaft, also mit der künstlichen Intelligenz. Also die Menschen werden verblendet, um ihnen weismachen zu wollen, dass das, was auf uns wartet, in Form der neuen Weltregierung etwas ganz Tolles ist. Aber diese Zeit, dieser Zeitabschnitt ist genauso ja, dunkel wie diese Welt. Und dies ist mehr oder weniger die Ausgeburt des Bösen, wenn man so möchte. Und der Beleg für den absoluten Abfall des Menschen von Gott. Und diese weitere, eben sehr dunkle Phase im Anschluss an 25, 26 müssen die Menschen nur durchtauchen, um dann wirklich in dieses Lichtvolle hineinzukommen. Weil das Nadelöhr, um dorthin zu gelangen, sehr, sehr eng ist. Und 2025 beziehungsweise 2026, in meinen Augen 2027, stellt nur eine Prüfung dar und ja, ein Auswahlverfahren, um das Spreu vom Weizen weiter zu trennen. Es ist, wie es ist, und so wie es ist, ist es richtig. Und zwar in jeglicher Hinsicht. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Danke.